zum Jud ein, der flehendes Karnevalverein. Er bietet wiederum eine tolle Chance, darauf dreimal dieses Bild. Willkommen heiße ich alle aus dem schönen Diedesfeld, sowie die Gäste aus der ganzen Welt und unser bunten Narrendasch, auch unsere Freunde aus Hambach. Besonders grüße ich alte hübschen Frauen. Man kann seinen Augen kaum noch trauen, was für reizende Personen bei uns hier wohnen. Rassig von feuriger Natur, mit atemberaubender Figur, jede für sich eine Misswelt. So was gibt es nur in Diedesfeld. Der einzige Grund, den es dafür geben kann, ist der Diedesfelder Mann. Gestählte Muskeln, strahlendes Gebiss, wohlgeformt wie Adonis, dazu bescheiden, treu und jederzeit liebenswürdig, fleißig, hilfsbereit. Bei so viel Männlichkeit auf einem Haufen kommen die Damen scharenweis gelaufen. Eine Auswahl von diesen Musterexemplaren sitzt in unserem Elferrat seit Jahren. Verschwiegen, kompetent, höflich zurückhaltend und meist abstinent. Einer ragt dabei noch heraus, es ist der schöne Klaus. Als Sitzungspräsident kennt ihn das ganze Land, er wird nur der Poet genannt. Denn ein Gedicht und im Nu fliegen ihm die Frauenherzen zu. Um dem Ansturm der Damen zu entkommen, hat er sogar den Bodyguard genommen. Die Attraktivität setzt sich natürlich fort, sie gilt für unseren ganzen Ort. Ringsum umgeben von einem Meer aus edlen Reben, liegt die strahlende Perle dieser Welt, unser schönes Diedesfeld. Wo Magnolien, Zitronen, Orangen gedeihen, Korkeichen ein besonderes Flair verleihen, wo man leben kann in Saus und Braus, da sind wir zu Haus. Im Paradies kann man hier wohnen, jeder Besuch bei uns wird sich lohnen, Gleitode gibt es ohne Zahl, vom Sportheim bis ins Klausental. Da wissen wir, schon Cäsar und Kleopatra waren hier, um die Schönheit unseres Gottes zu genießen, den sie nur ungern wieder verließen. Hübsche Häuser in romantischen Gassen, Pärchen, die an der Hand sich fassen, wandern auf unseren Pfaden durch die Flur, erfreuen sich am Busen der Natur, dazu die Perspektive ganz famos. Beim Blick auf unser Schloss. Eine Wanderung um Diedesfeld
ersetzt jede Reise um die Welt. Störend ist nur das Slalomlaufen um die vielen Hundehaufen. Doch das ist kein Hiedesfelder Phänomen. Auch andernorts sind Hundehalter zu bequem. Was ihre Lieblinge in der Landschaft hinterlassen, selbst auch wieder aufzufassen. Ich zahle ja Hundesteuer, sagt mancher ganz banal. Ich nenne so eine Haltung asozial. Apropos zu bequem, ungelöst ist auch ein anderes Problem. Parkregeln werden hier von jedem selbst gemacht. Übers Ordnungsamt nur noch gelacht. Mancher parkt, man glaubt es kaum, sogar am Rathaus und am Weihnachtsbaum. Nicht gebrochen wird allerdings ein Tabu. Das eigene Hoftor, das bleibt zu. Appellierte vergebens, unverdrossen, nun hat er Folgendes beschlossen. Jeder bekommt 3 Parkplätze direkt vor seinem Haus und schon sind wir aus dem Schlamassel raus. Doch wenn das verwirklicht, erwarten wir, dass mancher kommt und möchte 4, denn selbst wenn man es gerne möchte, man macht es niemals allen recht. Macht mir noch mehr Kummer. Das ist diese Unterwanderungsnummer. Nicht aus fernen Ländern stammt die Gefahr, die Bedrohung, die kommt von der Saar. Zunächst stellte der Musikverein einen saarländischen Dirigenten ein. Was sich damals als soziale Maßnahme noch gelobt, hat unser Bischof nun getobt. 6 Gemeinden gibt er in eine Hand aus dem Dohinedo-Land. Wir haben nun weniger zu lachen, können keine Witze über Saarländer mehr machen. Wobei Saarländer-Witze, und das ist die Gefahr, die gibt es nicht. Es ist alles wahr. Was soll man an der Weinstraße hier mit Dippelappes, Schales und Bier? Gut, übers Bier können wir reden. Außerdem gilt unsere Gastfreundschaft für jeden. Ob vom Saarland, Hambach, egal aus welcher Eck, Hauptsache das Herz am rechten Fleck, dann wird er herzlich aufgenommen und wir heißen ihn willkommen. Laden ihn gerne ein, einer von uns zu sein. Das ist bei uns so Sitte hier an der Rheinstraßenmitte. Auch wenn wir feiern unsere Feste, freuen wir uns stets auf nette Gäste, so wie beispielsweise heute. Ich sehe nur froh gelaunte Leute, denen es bei uns gefällt. Ich grüße das beste Publikum der Welt. Das fleißig applaudiert, Leistungen der Aktiven honoriert, mitschunkelt, klatscht und singt, den Saal zum Beben bringt. Mit einem Diedesfelder Wein im Glas wünsche ich uns allen recht viel Spaß. Lassen Sie sich von der Stimmung mitreißen, dann wird es morgen wieder heißen, wenn man sich in der Umgebung unterhält.
So schön ist's nur in Diedesfeld. Genau.